Dieses Auto ist ein Kunstwerk. Ich kann einfach nicht mehr reden. Alter Schwede, nein. Oh, das ist nicht real. Es ist so, als ob hinten Silvester ist. Genau. Oh mein Gott, und jetzt lässt sich Gas los und jetzt? Mein Gott, das ist doch nicht zugelassen. Ich habe eine persönliche Frage, Markus, die musst du nicht beantworten. Viele in meiner Community haben gefragt, was mit deinem Arm passiert ist. Aber sag mal, für was würdest du ihn jetzt weggeben? Markus, wir sind wieder bei dir. Genau, ich habe dir noch was versprochen. Genau so ist es. Die Traumgarage, die uns Markus ja gezeigt hat, die Tore kennen wir. Da war ein Auto die ganze Zeit abgedeckt. Ich sage, die Kenner wissen sofort, um was für ein Auto es sich handelt. Weil es gibt gewisse Merkmale, die hat nur dieses Auto. Richtig. Okay, jetzt könnt ihr es vielleicht sehen. Sollen wir es abdecken, Markus? Komm. Ich kann es kaum erwarten. Es gibt nur 40 Stück. Es gibt nur 40 Autos. Und wir stehen jetzt hier vor einem Exemplar. Circa 7,3 Milliarden Menschen. Ich würde mal sagen, es sind circa 2 Milliarden Autos. Und wir haben hier ein Auto stehen, oder du hast hier ein Auto stehen, wovon nur 40 Stück produziert worden sind. Guckt euch das mal an. Wie kommst du denn an so ein Auto? Tja, wie kommt man an sowas? Alter, man geht irgendwo hin und kauft es. Ja, das weiß gut, ich. Ja, klar. Aber du musst ja einen von den 40 bekommen. Auf der ganzen Welt 40 Autos. Ja. Pagani, kennst du den selber? Ja, kenne ich selber, persönlich. Horacio Pagani. Das Auto wird in Italien hergestellt, gar nicht mal so weit weg von Modena. Aber Herr Pagani ist ein Argentinier. Richtig. Das ist ja das Geile. Richtig. Das ist ja das Geile. Der hat jahrelang als Chefingenieur für Lamborghini gearbeitet. Und? Spezialisiert auf Carbon. Richtig. Und hat damals ja den Countach. Auch mitentwickelt. Ne? Mitentwickelt. Und dann hat er irgendwann mal gesagt, so Anfang 90er, hat er gesagt, ich mache mich selbstständig. Ja, erst nachdem sie ihm eigentlich verweigert haben, ein Fahrzeug bei Lamborghini zu bauen. Ja. Nach seinen Vorgaben. Ach so. Und das hat man abgelehnt. Und dann hat er gesagt, jetzt möchte ich was selber machen. Vielleicht übertreibe ich jetzt auch, vielleicht lacht ihr mich jetzt alle aus, aber dieses Auto ist ein Kunstwerk. Wenn du nur diesen Tankdeckel dir anschaust, es ist hier ganz filigran in der Ecke, schön Pagani drauf, dann ziehst du das nur hoch, hauchdünn, und dann siehst du hier die Carbonkarosse. Alleine nur, wenn du dir das nur anschaust, ist schon Champions League. Und wenn du jetzt noch eins weiter gehst, und guckst dir dann die kleinen Schrauben an. Egal welche Schraube du auch anguckst, ja. Was steht da drauf? Pagani. Pagani. Wahnsinn. Und alle Schrauben und alle kleinen Metallteile sind alle aus Titan gemacht. Und nummeriert. Und die ganzen Schrauben auf einen Haufen, ich weiß gar nicht, wie viele es sind, wiegen fast nichts. Ja? Allerdings preislich 143.000 Euro nur die Schrauben für dieses Fahrzeug zusammenzubauen. Nur die Schrauben, nichts anderes. Nur nicht dein Ernst. Ja. 143.000 Euro nur die Schrauben. Unglaublich. Sollen wir mal hinten aufmachen? Komm, mach mal hinten auf. Ich habe eine fette Überraschung für euch. Dann die Tür muss aufmachen, ja? Die Tür muss auf. Und jetzt kommt auch noch ein Highlight. Oh, ey. Das muss er einfach auch mal zeigen. Das ist unglaublich. Also ich sag's euch, ich bin nie sprachlos, aber ich kann einfach nicht mehr reden. Es ist krank. Und jetzt müssen wir die Schlaufe erst aufmachen? Genau, und das finde ich ja auch schon wieder total oldschool. Aber genau, bei dem Auto doch, mehr geht auch nicht. Du musst hier die Schlaufe aufmachen. Und das wie ist, bei einem Koffer, ja, Lederkoffer. Das ist echt cool. Und du musst aufpassen, dass du damit nicht gegen dein Carbon wieder knallst. Ja, passiert aber nichts. Oh mein Gott, das ist... Und jetzt musst du hier unten, gibt es einen roten Hebel auch ja, bei genau, der Seite. Genau. Den musst du mal ziehen. Das ist eine weitere Entriegelung. Genau. Und dann heben wir einfach mal an, der wiegt fast nichts. Weil es ist komplett aus Carbon, wie man von unten auch sieht. Wie viele Kilometer hat denn das Auto jetzt? Erst noch wenig. Ich bin, glaube ich, jetzt 122 Kilometer. Ich bin noch nichts gefahren. Dürfen wir gleich eine Runde fahren? Ja, wir fahren eine Runde. So, meine Lieben, eine ganz kurze Pause. Gleich geht es weiter mit dem Pagani. Gleich kommt die fette Probefahrt. Da freue ich mich richtig drauf.
Aber vorher muss ich euch was zeigen. Ein Must-Have für jeden Autoliebhaber. Markus ist ja einer, der fährt alle seine Autos. Aber den Pagani, den ist er bisher kaum gefahren. Und hier habe ich genau das Richtige für euch, wenn ihr Autos wenig bewegt. Die Tire Safer bei Vorwerk. Sie schützen teure und teilweise schwer zu beschaffende Reifen vor sogenannten Flatspots. Hier habe ich mal einen aufgebaut, ein Set. Das ist ganz simpel aufzubauen. Es sind drei Teile pro Rad. Wenn man möchte, kann man noch einen Stopper dazu nehmen, dass das Auto nach hinten nicht wegrollt. Und jetzt fahre ich mal ein Auto rauf und dann kann ich euch das Flatspot besser erklären. Die Symptome vom Flatspot sind Vibration beim Fahren und Bremsen. Auch das Gripniveau, der Komfort und die Fahrdynamik können dadurch negativ beeinflusst werden. Der Tire Saver verhindert die Ausbildung von Flatspots. So, und hier sehen wir, jetzt ist das Auto genau rauf und durch eine ganz, ganz spezielle Gummimischung passt sich die Tire Saver bei Vorwerk genau an deine Reifen an und somit verhindern wir einen Flatspot. So, jetzt habe ich euch genug erzählt. Wenn ihr noch mehr wissen wollt, geht hier in die Infobox, da kriegt ihr alle Informationen. Viel Spaß beim Bestellen und jetzt geht's weiter mit dem Pagani. Es ist ein V12 Motor drin, ganz wichtig. Es ist ein Biturbo, 6 Liter. Es ist ein Motor von jahrelang. Der Coupé hat ja noch einen AMG Motor drin gehabt. Für Pagani war es immer wichtig. Es gibt ja verschiedene Autos. Es gibt ja Kunstwerke, unter anderem ja auch Königsegg. Ja. Es ist ein Kunstwerk, aber auch technisch fast alles selber entwickelt. Pagani war es wichtig zu sagen, ich nehme was 100% funktioniert und pack meine Ideen und meine Kunst, meine Karosserie da drauf. Und das Geile dabei ist, der Motor ist jetzt eigenständig, heißt jetzt... Also man sieht nicht mehr AMG, sondern wirklich Pagani. Genau, es ist ein Pagani-Motor. Er wird immer noch bei Mercedes-AMG gebaut, klar, aber jetzt im Auftrag für Pagani. Vorher hat AMG den gebaut und Pagani hat den gekauft als fertigen Motor. Aber jetzt ist er entwickelt und gebaut für Pagani selber. Ist das erste Modell, wo das gemacht worden ist. Wahnsinn. Und es ist auch, wir kennen ja von den AMG-Motoren immer diesen Label da drauf, wo handsigniert ist, welcher Chefingenieur das zusammengebaut hat. Und die Pagani-Motoren und jetzt auch die AMG-Motoren, die für Pagani hergestellt wurden, hat immer der Michael Kübler gemacht. Immer. Immer der gleiche. Du wirst nie einen anderen Namen auf dem Pagani-Motor lesen. Das ist einfach so. Lieber Michael, ich würde mal gerne ein Video mit dir drehen. Also, melde dich mal. Ich gehe mal auf die andere Seite, guck dir das mal einmal an. Das ist ja Wahnsinn. Das ist ja. Guck alleine die Titan-Auspuffanlage. Ja, das ist. Ja, die ganze Anlage wiegt 7,1 Kilo. Die ganze Anlage. Ja, das Auto, ein Roadster ist ja bekannt dafür, schwerer zu sein als ein Coupé. Hier aber ist es andersrum. Hier ist es andersrum. Hier ist der Roadster leichter geworden wie das Coupé. Und der wiegt ja 1,2 Tonnen? Ja, 1,24 Tonnen. 1,24 Tonnen für ein Roadster. Das ist krass. Das ist krass. Und dass du hier noch die ganze Technik siehst und so weiter, das ist das, was mich. Oh. Aber ich habe ja noch was für euch. Warte mal, Chris, ich komme auf deine Seite. Das ist auch nochmal geil. Also so Kofferraum und so weiter, würde ich sagen, ist hier nicht vorne. Nein, gar nichts. Gar nichts, ist alles kühles Zimmer und so weiter. Aber ja, guck mal hier. Gepäckabteil. Hier, zack, auch wieder Schleife. Das habe ich bei meinem 63er Austin Heli auch auf der Motorhaube, damit meine Motorhaube nicht hochfliegt. Und das hast du hier bei einem ganz aktuellen Auto und so. Machst du auf. Und das nenne ich mal einen Kofferraum. Und dann hast du eine Tasche drin. So, und jetzt gehe ich zum Sport. Da passt schon was rein. Ja, klar. Ja, auf der anderen Seite haben wir das nochmal. Da haben wir drei verschiedene Größen dann drin, damit du auch ein bisschen Schminktäschchen hast und so. Geil. Aber für ein paar Tage reicht also das. Also ich brauche jetzt kein Schminktäschchen, nö, aber... Ja, dafür geht's doch. Dafür geht's? Das ist doch geil. Was sagt ihr dazu? Das ist doch mega. Ich finde das richtig geil. Seit wann hast du das Auto? Seit Oktober letzten Jahres. Oktober letzten Jahres. Ja, eigentlich also schon viel mehr gefahren, aber wie gesagt, erst war das Wetter schlecht. Dann haben wir ziemlich lange gebraucht, ihn zu folieren. Jetzt ist er voll foliert. Wir haben ihn aber fast ganz zerlegt fürs Folieren. Ja, was kostet sowas? Ja, für den Wagen wird es auch so um die, wie ich schon eben gesagt habe, zwischen 10.000 und 15.000, je nachdem, was für eine Folie du nutzt und welche Firma es macht. Also der Aufwand ist gigantisch. Also wenn wir es noch auseinanderbauen, wie bei dem Wagen jetzt, dass du wirklich auch keine Schnittkanten siehst, dann musst du auch noch mal 5 drauflegen für die Werkstatt. Können wir noch einen Hammer drauflegen? Yeah. Den, das ist auch ein Extra. Okay. Der ist erst nachher gekommen. Der hatte eigentlich ein Glasteil eingebaut, damit du den Motor sehen kannst. Ja. Alle Roadster. Ja. Und dann hat man nachher gesagt, naja, wir haben den Zonda auch mal mit einem Schnorchel gebaut im Roadster-Bereich. Ja. Dann hat man den noch nachträglich entwickelt. Ja. Und hat den genau da drauf gesetzt. Hat natürlich, der ist auch angeschlossen, also ist ein Echter. Funktioniert, ja. Funktioniert. Und den konntest du dann auch im Nachhinein noch ankreuzen.
Wo lag da der Preis? Ich meine, das ist ein Carbon-Teil, wo unten haben wir eben gesehen. 130. Das hast du nicht schlecht geschätzt. Sind auch 140. Aber 140, ja genau. Weil bei den LaFerrari Aperta kostet ja ein Carbon-Verdeck 150. Ja. Und hier bist du bei 140. Genau. Also jetzt haben wir 140.000 Euro für die Schrauben, 20.000 Euro für die Folierung und 140.000 Euro für meinen Schnorchel. Genau. Da sind wir bei sage und schreibe, bevor wir irgendwas überhaupt bezahlt haben, genau, bevor wir das Auto getankt haben, bevor irgendwas, und da kommt bestimmt noch mehr auf uns zu. Da hast du noch nichts. 300.000 Euro. Also ich persönlich finde im Heckbereich dieses Auto ein Kunstwerk für sich. Okay? Wie meine Auspuffrohre hier rausgucken. Ja. Dann nochmal Aerodynamik im unteren Bereich. Mein Heckspoiler. Es ist da, es ist markant, es ist aber nicht too much. Ich finde es bei den Senna too much. Ja. Findest du nicht? Das ist schon extrem. Das ist schon extrem, das ist ein Riesenteil. Ja. Hier finde ich das schon. Aber das ist edel gemacht hier. Ja, absolut. Es ist noch filigran. Der hat ja unten nochmal, wenn du auf Sportmodus gehst. Genau. Also der hat die vier da, vier oben. Ja. Da hat er 5 und 6 im unteren Bereich. Genau. Aber die macht er nur im Race-Modus an. Ne? Ja, genau. Warum? Um noch weiter Antrieb zu bekommen? Ja, genau. Durch die warme Luft entweicht die schneller, entsteht noch mehr Vakuum, hast noch ein bisschen mehr Downforce. Ey, das ist doch... Man muss sich das überlegen. Ne? Das ist doch geil. Ich meine, soundtechnisch ist natürlich auch noch mal ein Highlight. Wenn du ihn auf Track stellst, hört er sich auch noch mal geiler an. Das muss man ganz klar sagen. Wenn wir den paar Kilometer gefahren sind und ankommen und alle Kilometer, also die Temperatur haben, können wir einen Soundcheck machen? Also, die Fahrt kommt noch und Soundcheck kommt noch. Das ist doch mega. Was hat das Auto neu gekostet? Da bin ich mal gespannt, was ihr reinschreibt. Und was würde das Auto jetzt kosten, wenn du überhaupt einen bekommst? Es ist kein BC Roadster auf der ganzen Welt zu verkaufen. Nein. Gar keiner. Ist der zu verkaufen? Nein. Komm, sag mal, ist der zu verkaufen? Nein. Doch. Dann haben wir so ein Auto. Sollen wir verraten, was das Auto neu gekostet hat? Sag's. Also ich weiß jetzt, du konntest ja ausstatten. Ich weiß, dass der Basispreis mit sage und schreibe ab 3,6 Millionen Euro begann. Also Basis, ja? Dann habt ihr nichts drin gehabt. Wenn ich mir das Auto jetzt anschaue mit so viel Carbonteilen und diese ganzen, das ist ja alles ein Extra, dann meine Hutze noch, also Schnorchel hinten drauf, würde ich den auf glatte 4,1 Millionen neu schätzen. 4,2 Millionen Euro. Wie viele Dacia Dusters sind das? Ihr habt heute so viele Aufgaben sonntags. Das ist doch krass, oder? Da raucht der Kopf immer vor lauter Rechnerei. Ne? Das ist schon wahr. Was ich mega schick finde, ist, dass es nicht dieses Feincarbon ist, dass es grobe Matten sind. Das finde ich sehr schick. Das ist sehr markant. So diese kleinen Matten würde das Auto nicht so wirken. Richtig. Ne? Und jetzt haben wir noch eine Besonderheit vom Roadster, was das Coupé und die Vorgänger Huayras auch nicht haben. Ja. Das ist ein Spezialcarbon. Mhm. Damit ist das Chassis gemacht worden, damit das Chassis ohne Dach genauso steif oder sogar, ich glaube, es ist 12% steifer wie das Coupé, obwohl es kein Dach hat. Okay. Das ist ein Titancarbon. Ach, Wahnsinn. Das ist extra entwickelt von Horatio. Und dadurch konnte man das Auto auch leichter machen wie das Coupé. Ja. Weil es mit weniger Material viel stabiler geworden ist. Klar. Eine Überraschung habe ich noch für euch, bevor wir fahren. Habt ihr euch schon mal einen Schlüssel angeschaut von dem Fahrzeug? Das ist ja auch nochmal geil. Das ist ja auch nochmal so ein Punkt, wo ich einfach sage, Alter, du musst dafür krank sein. Aber im positiven Sinne musst du krank im Kopf sein. Das ist ein Pagani-Schlüssel. Und dass jeder auch weiß, dass das nicht nur ein Matchbox-Auto ist oder irgendein Spielzeugauto von deinem Sohn ist oder sonstiges, steht ja auch Huayra Roadster BC. Also jeder weiß hier Bescheid. Auch hier geil. Hier kann ich meinen Schlüssel abstellen, auch mega geil. So, und jetzt sitze ich hier drin. Es ist hier in der Mitte alles leer und ich habe eine offene Schaltkulisse. Ich kann hier alles sehen. Das kannst du doch bei keinem anderen Fahrzeug. Jetzt musst du mal eins machen, wenn wir mal ruhig sind und du den Hebel nur nach vorn oder nach hinten oder zur Seite bewegst. Mhm. Sind wir mal ruhig und wir machen das mal. Oh. Nein. Ich möchte nicht wissen, wie lange die daran gearbeitet haben, dass das so klickt, wie es jetzt klickt. So, warte. Oh, ist das geil. Das ist geil. Das ist echt geil. Auch meine Lüftungsdüsen. Das erinnert mich wieder an ein Rennfahrzeug, die einfach nur zwei Rohre reingesetzt haben, irgendwie nur frische Zuluft. Ne? Das ist wiederum sehr einfach gehalten. Navi? Musst du heutzutage nur mal halt haben. Ein Entertainment-Programm ist auch super. Aber ist okay, damit muss man halt leben. Aber alleine, guckt euch mal mein Tachosystem an. Es geht bis 415 Stundenkilometer. Ja, das ist schafft krass. Aber nicht ganz. Der 350. Und auch. Ja, es gibt sehr viele Ablagen. Da. Guckt euch das mal an. Das ist Carbon außen und schön Leder. Mit Leder innen verarbeitet. Das ist die erste Sache. Dann habe ich hier nochmal
auch schön Platz. Auch hier Carbon mit Leder drin verarbeitet. Und dann hier auch, da ist meine Weste und so weiter alles drin, erste Hilfe. Und meine Lautsprecher, die erinnern mich an 90er Jahre, richtig, ne? Ja. Wo du richtig Lautsprecher gekauft hast. Heutzutage siehst du ja die Lautsprecher fast gar nicht mehr. Oder die sind so zugedeckt mit Chrom oder mit also auch schön. Liftsystem, auch hier alles sehr puristisch, einfach gehalten. Zack, hier auf- und zuschließen. Auch hier, guckt euch das mal an. Mit Leder innen drin abgesetzt. Guckt euch das mal an. Ja. So, und jetzt schreibt ihr mir mal, was ihr bisher geschaut habt. Sind die 4,2 Millionen Euro berechtigt, ja oder nein? Da bin ich mal gespannt. Auch hier macht man Licht an, aus. Ja. Geil. Und hier, legendär, Launch Control. Ja. Da fühlst du dich echt wie ein Pilot. Ja, das da, so. Zack. Ist so. Ja. Und dann bremsen, Gas geben, loslassen. Genau. Und dann, was kostet die Welt? 4,2 Millionen Euro Launch Control. Man darf ja nicht vergessen, guck mal, wie leicht diese Tür ist. Leder. Also Türverkleidung, Leder. Dann haben wir hier ein Airbag noch drin. Dann haben wir die Türmechanismus. Dann haben wir Lautsprecher drin. Aber trotzdem ist es so irre leicht. Was ich auch mega geil finde, du vergisst auch hier nie, dass du ein Roadster BC fährst. Ja. Weil auch egal, wo du hinguckst, selbst auf die Felgen steht Roadster BC, Roadster BC, Roadster BC. Was fahren wir also heute? Roadster BC. Was für ein Sonntag, mein Gott. Und das bei dem Wetter. Und das bei dem Wetter offen. Komm, lass fahren. Das okay, ist doch geil. Komm. Wunderbar. Jetzt machen wir Lift an, brauchen wir ja für die Straße. Ja, leider hier bei mir den Puckel runter, da müssen wir Lift anmachen. Alter Schwede, meine Spiegel. Weißt du, woran die mich erinnern? An den Enzo, die sind ja auch vorne auf dem Kotflügel. Ja, muss man erstmal hingucken, ne? Muss erstmal hingucken, aber bei den Enzo, da kann ich ja wenigstens schauen, wo ich bin. Und hier muss ich aufpassen, dass ich hier... Aber die Form ist doch schön. Das hat ja auch eine Geschichte. Was sagt Horatio? Genau, hat eine Geschichte. Kennst du sie? Erzähl du, ich kenne die. Frauenauge nachempfunden. Unglaublich, ne? Und wenn du das Coupé siehst vom Huayra und machst die Türen auf, haben die genau die Form, wenn sie aufstehen. Unglaublich. Fahren wir hier links. Es ist alles digital hier drin, es ist alles digital, nur meine Kilometerlaufleistung, die ist wieder ganz wie früher sogar, erinnert mich ein bisschen an mein Fahrrad-Tacho. Ja, genau. Genau. Ja, ja. Boah, ihr könnt euch das nicht vorstellen, das ist so geil. Oh mein Gott. Und wir fahren auf Komfort. Oh, das ist unglaublich. Also da kommt gleich noch ein bisschen was drum. Oh, wie der, hört ihr das? Der pfeift so richtig. Ja, der zieht die Luft rein. Unglaublich. Aber ich habe immer noch im Hinterkopf, wir fahren hier ein Auto, was preislich ja gerade undefinierbar ist. Ja, richtig. Nee, es gibt quasi einen Preis, der auf dem Papier steht. Genau. Aber der ist schon nicht mehr gültig in dem Moment, wo du das Auto gekauft hast. Genau. Das genau. ist bei diesen Sondermodellen genau. halt so. Und zurzeit ist nicht ein einziges Auto auf dem Markt, wo man sagt, ist das Auto 7 Millionen wert? Ist das Auto 5 Millionen wert? Oder ist das Auto nur 3,5 Millionen Euro? Das wissen wir nicht. Jetzt haben wir doch unsere Temperaturen, oder? Ja, kannst du. Kannst auch wir haben doch unsere Temperaturen. Ja. So, jetzt geht's los. Sorry. Jetzt hört er sich auch gleich anders an. Hörst du schon? Alter Schwede, nein. Oh, ich glaube, jetzt hört ihr uns nicht mehr. Oh, nein. Jetzt kannst du da mal. Alter Schädel. Oh mein Gott, und jetzt lasse ich Gas los und jetzt? Mein Gott, das ist doch nicht zugelassen. Also ich weiß nicht, ob ihr uns noch hören könnt, aber das das hört man. Oh mein jetzt Gott. Gleich fahren wir hier um, dann machen wir unter dem Tunnel mal, unter der Brücke noch mal ein bisschen Gas. Ey, nein, das ist nicht real. Ne? Das ist cool, oder? Oh mein Gott. Jetzt hat er auch die zwei zusätzlichen Endschalter, jetzt in Betrieb bei Race. Also auch, ich fahre nur 80. Ich gebe ein bisschen Gas, gehe auf 85 jetzt und dann lasse ich Gas los. Es ist so, als ob hinten Silvester ist. Genau. Feuerwerk geht los. Ich bin einfach sprachlos. Das ist, als wenn du über 8 Kisten so fährst. Ja, genau. Ist auch wie die Aero eingreift. Ja, genau, die kommt her, genau. Geil. Geil, und jetzt? Und jetzt? Ey, das ist unglaublich. Jetzt haben wir mal freie Fahrt.
Oh mein Gott, das ist nicht normal. Hey, das ist eine andere Welt. Das ist eine andere Welt. Es ist vorbei. Es ist vorbei. Es ist so viel zu erleben, dass ich hier gar nicht die Tasten hier ansprechen kann. Weil das ist ja auch noch geil, wie die das hier gemacht haben. Alles gemacht, ja. Du kannst einfach drauf drücken oben. Alles massiv. Alles gefräst. Ne, alles gefräst. Alles komplett. Gefräst. Kein Stück Plastik. Ja. Hier auch. Komplett. Dann natürlich Carbon. Und es gibt es nicht. Alles entwickelt dafür. Nicht irgendwo aus einer Schublade genommen, wo es schon mal gab. Genau. Du findest die Knöpfe nicht, du findest nichts wieder. Ne? Genau. Also, das ist es. Wirklich... Das ist es, ja. Ich habe eine persönliche Frage, Markus, die musst du nicht beantworten. Ja. Viele in meiner Community haben gefragt, was mit deinem Arm passiert ist. Ja, ich bin mit jungen Jahren nach meiner Lehre, ich habe eine Maschinenbaulehre gemacht, quasi Maschineneinrichter. Und nach der Lehre habe ich eine Maschine eingerichtet in der Produktion. Und eigentlich ist während des Einrichtevorgangs nicht möglich, dass die Maschine anläuft. Das sind große Maschinen, sind so groß wie so Garagen. Ach so. Und die Maschine ist aber angelaufen, um es kurz zu machen. Ich bin in Kettenzug geraten mit dem Arm und er wurde dann um eine Welle gedreht und ist quasi fast abgerissen. Oh. Man hat dann, weil ich jung war, 20 Jahre alt erst, hat man dann lange versucht, den Arm zu erhalten, aber nachher bestand Lebensgefahr, weil die Vergiftung zu groß war. Ach so, okay. Von Öle, Fette und so. Und dann musste ich unterschreiben, dass sie mir den Arm abnehmen dürfen. Und ab da muss man aber sagen, war alles gut. Ich habe nie Phantomschmerzen oder was da so erzählt wird. Ja. Und ich muss sagen, heute würde ich sagen, das war eigentlich ein Glücksfall. Wird jetzt jeder sagen, wieso, der Arm ist da weg. Ja, am Anfang, sage ich mal, die ersten 10 Jahre waren wirklich schwer. Junger Mensch, Arm weg, du fühlst dich nicht mehr richtig. Ne, so. Ja. Aber es ist halt so geworden, ich bin auf eine ganz andere Schiene gekommen. Jetzt stell dir mal ein Weichensystem vor. Ich war ein fleißiger junger Mann, sag ich mal. Ich wäre vielleicht Abteilungsleiter geworden. Ja. Immer geradeaus weitergefahren, alles gut. Aber jetzt wurde die Schiene plötzlich verändert. Es kam eine Weiche, die Weiche war anders gestellt. Ich bin anders abgefahren. Ach, bin so. Auf eine ganz andere Schiene gekommen. Und da, muss ich sagen, bin ich einen ganz anderen Weg gegangen. Und der war erfolgreich. Wahnsinn. Ob ich da jemals hingekommen wäre, wäre der Unfall nicht passiert, kann man nicht so sagen. Aber ich denke mal nicht in dem Maße, wie es jetzt gewesen ist. Okay. Von daher sage ich, das ist eigentlich eine Sache, der traue ich gar nicht mehr nach. Ich merke das gar nicht mehr. Okay. Und wie gesagt, ich kann ja alles machen. Ich fahre Rennen, ich flippere, es geht eigentlich alles. Ne? Geil. Ganz schwierig sind Schnürsenkelbinden, so die einfachen Dinge im Leben. Mhm. Ess mal ein Frühstücksei mit einer Hand. Ach so. Schwierig, schneid mal ein Brötchen auf und so. Das lernt man alles, aber das hat Zeit gedauert. Ah, okay. Mach die Hose dir selber zu, knöpft mal ein Hemd. Ja. Zieh mal Socken an. Stimmt. So, und die anderen Luxussachen, sag ich mal, die haben sowieso immer funktioniert. Das wollte man ja. Okay. Meine heutige Frau war auch meine damalige Frau schon. Ach so, okay. Die hat auch da immer zu mir gehalten. Sehr schön, ja. Und das war schon mal ein riesen Stützpfeiler in meinem Leben. Verstehe. Um die Sache auch wirklich zu meistern. Und dann waren sehr viele Freunde dabei, die auch von Anfang an zu mir gehalten haben und haben mich bei allem unterstützt, was ich bis heute mache. Und da muss man sagen, genau das ist das Rückgrat, was man braucht dann, für sowas locker zu überstehen oder locker damit zu leben. Heute bin ich 55, also 35 Jahre weiter. Ja. Und ich sage ja, ich merke gar nicht mehr, dass der fehlt. Ja, okay. Ne? Und das ist natürlich das optimale Ziel. Absolut. Ne? Absolut. Wenn du gar nicht mehr drüber nachdenkst, was wäre jetzt schön oder wenn ich doch den zweiten. Passiert gar nicht. Das ist ein einschneidendes Erlebnis gewesen, ganz klar. Definitiv. Und das macht aber, das muss jetzt natürlich vielen jungen Menschen Mut machen, denen sowas passiert, dass es trotzdem weitergehen kann. Genau. Und dass du trotzdem erfolgreich sein kannst. Und dann erst recht. Ja. Ne? So, da sind wir. Machen wir gleich einen Soundcheck. Der braucht Last. Guckt euch die Fahraufnahmen an. Da könnt ihr sehen. Hier. Oh, jetzt merkst du, wie laut das Auto eigentlich wenn ist. Wenn du fährst. Das ist echt unglaublich. Als Cabriolet ist er wirklich schon sehr laut beim Fahren. Ja. So. Ja, ja. Ey, es ist Wahnsinn. Es ist Wahnsinn. Wir sind den Pagani gefahren. Markus, wie kann ich mich bei dir bedanken? Weißt du, was wir machen? Handshake. Ach komm. Komm. Das reicht. Und eine Dose Monster. Okay, Dose Monster geht auf dich. Danke dir, mein Lieber. Danke dir. Es ist echt eine geile Nummer gewesen. Ich bin hinten nass, das seht ihr nicht, aber ich schwitze hier. Es ist ein unglaubliches Gefühl,
selbst für mich, so ein Auto zu fahren. Aber sag mal, für was würdest du ihn jetzt weggeben? Es geht nicht um kaufen oder nicht, aber ich will nur ein Gefühl für kriegen. Also ich würde sagen, 2 Dosen Monster müssen schon sein. Eine wäre zu wenig. Monster. Es ist kein Werbevideo für Monster. Nein, wir streichen das wieder. Nein, ist alles gut. Ein Limonadengetränk. Ja, das ist okay. Wahnsinn. Ich hoffe, dass wir mit diesem Video euch ein bisschen nahe bringen konnten, was dieses Auto bedeutet. Ich habe jetzt aber noch ein Quiz. Das mache ich zum ersten Mal, Markus. Okay. Bis Mittwoch. Mittwoch um 18 Uhr werde ich veröffentlichen, was es ist. So lange habt ihr Zeit, in die Kommentare zu schreiben, was BC bedeutet. Weißt du? Ja. Nicht sagen. Nein. Was bedeutet der Pagani BC? Berta Caesar. In diesem Sinne, schönen Sonntag noch. Wir sehen uns nächste Woche Sonntag wieder. Ich freue mich. Ciao.